Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Knast- oder Palastbox von Hemshow. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Knast oder Palast von Hemshow, das Ganze am 6. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Hemshow, dieses auch gleich als Box erschienen. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und uns dann die Box ansehen. So, einmal die Folie. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier oben einmal das Label stehen, und zwar Supremus präsentiert. Hemshow ja bei 18 Karats Label Supremus Musik. Dann haben wir hier den Albumtitel Knast oder Palast. Hier unten den Interpreten Hemshow. Und das Cover ist in so einer Split-Optik, also so 50-50. Auf der linken Seite einmal hier der Palast zu sehen und auch feineres Gewand. Und auf der rechten Seite haben wir dann hier scheinbar den Knast inklusive Sträflingskleidung, wie man es aus den US-Gefängnissen kennt. Ja, darüber Knast oder Palast. Genau vertauscht, also links der Knast und rechts der Palast. Hier lesen wir dann wieder Supremus. Dann hier auch nochmal Hemshow, Knast oder Palast. Supremus und Hemshow, Knast oder Palast. Auf der Rückseite haben wir auch wieder Albumtitel plus Interpret. Dann haben wir hier noch das Label, dann Immun. Das ist das Artwork, also von denen stammt das Artwork. Und natürlich ein Barcode. Gut, die Box ist recht groß. Ein Boxdeckel geht ab. Schauen wir mal nach. Jawohl. Von innen in weiß. Und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Umhängetasche. Dann haben wir ein Shirt. Dann so eine DVD-Hülle, in der haben wir jede Menge CDs. Dann eine Bonus-EP von Hamada. Eine unterschriebene Autogrammkarte, einen Sticker, zwei Sticker. Dann haben wir hier noch eine Karte, okay, und eine weitere EP von Brecho. So, das Ganze leer, auch hier in weiß. Deckel packen wir wieder drauf. Die Box zur Seite und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, die diversen CDs sind hier noch in Folie, das hier auch und das Shirt auch. So, gut, dann machen wir einfach mal auf. Einmal das Shirt. Dann von der Tasche schneiden wir mal das hier weg, Backbase. Einmal, zweimal. Also alleine schon, um das alles hier auszupacken und aus den Folien zu befreien, dauert das eine gewisse Zeit. Gerade auch, weil so viele CDs, so viele Tonträger hier mit dabei sind. So, na dann schauen wir mal. Also, Bonus-EP Nummer 1. Bonus-EP Nummer 2. Und natürlich das Album inklusive weiterer Bonus-EPs. So, also, wir haben hier einmal das Album an sich, das kommt hier in so einer Art DVD-Hülle vom Designer, wie auch schon die Box, Knast oder Palast, Hemshow, lesen wir hier, ebenso auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier auf dem Album drauf 18 Tracks und einige Features. Wir haben Features mit dabei von Alex,
Brudi 030, Ramo 18 Karat, Saphir, Hamada, Brecho, Undercover, Pablock und Bossa. 18 Tracks und diverse Features. Dann haben wir hier Bonus-EPs. Es sind tatsächlich zwei. Einmal die Sicherheitsverwahrung-EP, nochmals mit 5 Tracks. Hier sind zwei Features mit drauf, und zwar zweimal Ramo. Und dann haben wir noch die Aufbewährung-EP. Hier sind dann nochmal 5 Tracks mit einem Feature von Jay. Okay, dann schauen wir mal hinein. Barcode gibt es hier keinen. Warum? Das Ganze gibt es hier wirklich exklusiv in dieser Box. Heftig. Okay, also zum einen haben wir hier die CDs. Und scheinbar ist hier, wenn wir uns das anschauen, in der Mitte so ein Element weggebrochen. Deswegen fliegt das hier auch so rum. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir das trotzdem irgendwie richten können, auch wenn es nur noch ein Element ist. Ja, also ist halt so gedacht, dass dann hier in der Mitte das so befestigt ist und dass man das so umblättern kann. Aber nachdem hier unten so ein Stück von dem Plastik hier von der Halterung rausgebrochen ist, geht das nicht mehr so ganz. Deswegen fliegt das hier etwas lose rum. Okay, als erstes kommen wir mal zum Booklet. Wir haben hier zum einen die Credits. Also hier können wir sehen, wer die einzelnen Tracks produziert hat. Von dem Album, von der EP und von der zweiten EP. Dann haben wir Mixing und Mastering, also die wichtigsten Angaben. Auf der linken Seite der Interpret mit einer Pistole. Sieht mir nach einer Desert Eagle aus. Dann die beiden Cover. Einmal das Cover der Sicherheitsverwahrung EP, auch hier wieder. Hemmshow in Knastuniform mit Desert Eagle. Dann hier die Aufbewährung EP, auch wieder die Pistole. Also die ist hier sein ständiger Begleiter. Dann die Doppelseite. Supremus Syndikat. Und zum Abschluss noch ein Foto mit so Querstreifen. Genau, hier sehen wir es. Artwork und Fotos immun. Was ich schon am Anfang bei der Box gesagt habe. Okay. So, dann kommen wir zum Album. Das ist dieses hier. Auf der CD sehen wir wieder diese beiden Kleidungshälften, auf der linken Seite dieser feine Mantel, diese Jacke, und auf der rechten Seite dann die Knastuniform. Dann haben wir hier auch noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. So sieht die CD aus. Und dann haben wir auf der Rückseite die erste EP, und zwar die Sicherheitsverwahrung EP. Und dann haben wir auch noch, mal kurz das Booklet mal wieder rein. Hier haben wir ja sogar so ein kleines Plastikelement, um das Booklet zu halten. Und dann haben wir EP Nummer 2, die Aufbewährung EP. So sieht das aus. Also, in dieser Hülle sind tatsächlich 3 CDs. Einmal das Album, das Booklet sowie die 2 Bonus-EPs. Das Album gibt es auch regulär als CD, also in einer normalen Hülle, allerdings nicht in dieser Box, das kann man dann ohne Box erwerben. Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist schon gut gelöst, dass man hier die 3 CDs reingepackt hat, allerdings geht mir jetzt ein bisschen das reguläre Album ab, also so in einem regulären Jewelcase, aber ja, man kann nicht alles haben. Gut, dann kommen wir zur nächsten Bonus-EP, das ist diese hier, im Dschungel-EP von Brecho. Wir haben hier eine dritte Bonus-EP, aber in diesem Fall nicht von Hemmshow, sondern von einem anderen Interpreten. So sieht das aus, also Dschungel all over. Auf der Rückseite 5 Tracks und wir haben hier ein Feature mit dabei von Hamo. Okay, Barcode gibt es natürlich keinen, denn diese EP gibt es wirklich nur in der Box und ansonsten nur digital. So. Das finde ich auf jeden Fall schön gelöst, denn auch diese EP hat hier tatsächlich so einen kleinen Einleger, ein Mini-Booklet mit den Infos zu den einzelnen Tracks. Das ist gut. 2 Fotos gibt es dann auch noch. So sieht das aus. Also alles in dieser Dschungeloptik, ebenso wie die CD, passend zum EP-Titel. Alles hier in Dschungeloptik mit grünen Blättern. Und damit nicht genug, wir haben noch eine weitere EP, also es ist wirklich unfassbar, wir haben hier 4 Bonus-EPs,
Die vierte kommt hier von Hamada, das ist die Mittäter-EP. Auch wieder in einem regulären Jewelcase, so sieht das aus. Wir haben hier auch nochmal 5 Tracks mit einem Feature von Brecho. Und auch hier haben wir wieder ein Mini-Booklet dabei, wunderbar. Und das sind die Infos. Und Hamada posiert hier scheinbar mit einer Schrotflinte. Gut, also ohne Ende Musik. Ich kann mich nicht erinnern, wann es jemals eine Box gab, wo ein Album und 4 EPs dabei waren. Also das ist echt brutal. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. Das Shirt in Schwarz und Weiß. So sieht das aus. Wir haben hier den Schriftzug Hemshow, darunter Supremos since 2015. Die Rückseite ist blank schwarz. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Die Größe war übrigens Einheitsgröße, also alle Boxen hatten hier ein L-Shirt mit dabei. So, und dann haben wir noch eine Umhängetasche. Sieht so aus, das Logo gleich wie auch das auf dem Shirt. Hier auf der Rückseite einmal so ein kleines Geheimfach mit Klettverschluss zu schließen. Dann vorne eine kleine Tasche mit Reißverschluss. Also ist schon offen, okay. Hier haben wir dann so diverse einzelne Fächer und ein größeres Fach noch. Und natürlich dann auch noch die große Tasche, auch diese hier wieder mit Reißverschluss. Und die sieht so aus. Hier haben wir dann auch nochmal so eine Trennung, also 2 einzelne Taschen hier noch mit drin. Wir haben es hierbei zu tun mit einer Tasche von der Marke, ist gar nicht so leicht, Backbase BG47. Und haben wir irgendwie, genau, hier haben wir das Material, 100% Polyester, etwas schwer zu lesen. Und Made in China steht hier. Grüße gehen raus. Was mich nur etwas wundert, vielleicht habe ich jetzt auch übersehen, dass wir hier keine... Ah, doch, dachte ich mir doch. Hier haben wir es. Ich wollte gerade sagen, keine Träger haben, aber hier hinten haben wir das Ganze. Und mit Hilfe von diesem Teil hier kann man das dann auch noch in der Länge entsprechend anpassen. Und dann kann man die hier um den Hals, um die Schulter, wo auch immer, drum machen. So, dann haben wir mit dabei eine Karte, so eine Scheckkarte. Knast oder Palast, Supremos International, gültig bis 4.21, also April 2021, mehr oder weniger ein Jahr. Dann haben wir hier noch die Infos, Knast oder Palast, dann kann man hier unterschreiben, not valid unless signed. Also das kennt man von Bankomat oder Kreditkarten. Wunderbar. Einen, 2 Sticker haben wir hier. Einmal rechteckig, Supremos mit der Adresse darunter, im Querformat und dann hier noch quadratisch das Logo, das wir von der Tasche und vom Shirt kennen. Also 2 Sticker. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine unterschriebene Autogrammkarte mit silbernem Stift hier. Die Autogrammkarte im Hochformat. Auf der Rückseite wieder Supremos. Jawohl. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Dann die beiden Sticker. Einmal im Querformat, einmal quadratisch. Die Scheckkarte. Die Umhängetasche hier, die Pusherbag. Im Supremos Design, ebenso wie das Shirt in Größe L. Dann haben wir die Bonus-EP, die Hamada-EP mit Täter-EP, die Brecho-EP im Dschungel-EP mit jeweils 5 Tracks im regulären Jewelcase und natürlich diese DVD-Hülle hier mit dem Album von Hemshow Knast oder Palast und den beiden Bonus-EPs Sicherheitsverwahrung und Auf Bewährung. Das Album hat 18 Tracks. Die Sicherheitsverwahrung-EP 5 Tracks, Aufbewährung-EP auch nochmal 5 Tracks, die Mittäter-EP von Hamada 5 Tracks und die Im Dschungel-EP von Brecho auch nochmal 5 Tracks. Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, kommen wir auf insgesamt 38 Tracks. Das ist echt eine Menge.
Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Knast oder Palast von Hemmshow. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hemmshow unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.